Willkommen zurück. Wir beschäftigen uns jetzt mit UFOs und Aliens. Und wenn Sie jetzt gerade den Eindruck haben, die haben den Herrn Klug schon mitgenommen. Nee, der kommt gleich. Weit gefehlt. Ich bin noch da. Ja? Nicht mal die würden ihn mitnehmen. Ja, wir werden wieder ernsthaft. Es hat Aussagen gegeben in den USA jetzt, und zwar in einem Untersuchungsausschuss im US-Repräsentantenhaus. Da geht es eben um UFOs und Aliens, große Aufmerksamkeit, denn die Vorwürfe, die da ein pensionierter Geheimdienstoffizier angebracht hat, die wiegen schwer. Genau, also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe sie schon gesehen, ja, und trinke täglich mit einem Kaffee, dann würden die sagen, ja, Klug, du spinnst. Und das ist uns total wurscht, aber so ein ehemaliger Geheimdienstler, er von den Amerikanern, holla die Waldfee. Fliegende Untertassen, UFOs, Aliens. Gibt's nicht, gibt's doch, also wahrscheinlich, sagen zumindest zwei frühere Militärpiloten und ein ehemaliger Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums unter Eid vor einem Ausschuss im US-Repräsentantenhaus. Wir haben ein kleines weißes Objekt gesehen, wie ein Tic-Tac, das sich sehr abrupt über das Wasser bewegte, wie ein Ping-Pong-Ball. Als wir uns dem Objekt bis auf etwa 800 Meter genähert haben, hat es schnell beschleunigt und ist verschwunden. Aufnahmen wie diese führen seit Jahren zu Spekulationen, unbekannte Flugobjekte. Ob die US-Regierung denn tatsächlich Beweise für außerirdische Formen von Intelligenz habe und wenn ja, seit wann, fragt ein Abgeordneter. David Grush, ehemaliger Geheimdienstoffizier, antwortet: Ich benutze gerne den Begriff nicht menschlich und ja, die Regierung weiß davon seit den 1930er Jahren. Über Jahrzehnte habe es ein streng geheimes Programm der US-Regierung gegeben, um abgestürzte UFOs zu untersuchen, so Grush. Dabei sei auch biologisches Material nicht menschlichen Ursprungs gefunden worden. Selbst gesehen hat er das alles allerdings nicht. Tote Alien-Piloten auf der Erde, außerirdische UFOs, alles ein wenig zu abgespaced, sagen zumindest Astronauten. Gerade nach Vorträgen, da kommen meistens Männer, klopfen mir auf die Schulter und sagen: Herr Walter, jetzt mal unter uns, mir können Sie es doch sagen, Sie haben doch UFOs dort oben gesehen. Und es tut mir leid, ich kenne auch keinen Astronauten, ich habe keine gesehen, ich kenne keinen Astronauten, der irgendwas gesehen hat. Das Pentagon hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Sichtungen unbekannter Flugobjekte würden jedoch ernst genommen, so der Nationale Sicherheitsrat. Sei es nun ein fliegendes Tic-Tac oder was sonst so unerlaubt am Himmel rumschwirrt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.